Der HC Lugano dominiert das Spiel von allem Anfang an. In der 16. Minute dann die verdiente Führung für die Bianconeri. Philipp Vorer mit der Nummer 7 drückt ab und die Scheibe wird abgelenkt von Tim Stapleton, der zum ersten Mal trifft an diesem Spengler-Cup. 1:0 die Führung nach einem Drittel. Im zweiten Drittel dann der Auftritt der beiden Schweden. Fredrik Pettersson für Linus Klasen. Wunderschön kombiniert. Die beiden besten Scorer des Turniers erhöhen auf 2:0. Dieses Resultat bleibt lange bestehen. Kurz vor Schluss kommt dann Automobilist Jekaterinburg noch zu einer Überzahl. Man nimmt den Goalie raus sehr früh. Und als Brunner, der von der Strafbank zurückkehrt, losziehen kann, ist das Spiel entschieden. Das 3:0 ins leere Tor. Der Held des Spiels, Elvis Metzlikins, der 30 Schüsse abgewehrt hat und einen Shutout feiert.